Eine Art Mechanismus mit drei Hebeln. Mit etwas Glück könnte er noch funktionieren. Ein verrostetes Ventil. Das könnte die Brennstoffzufuhr sein. Wenn ich bloß die richtige Einstellung wüsste. Ich muss es wohl einfach ausprobieren. Nichts. Die Hebel müssen falsch stehen. Der Mechanismus bekommt keinen Strom. Ausgezeichnet. Mit Licht geht alles leichter. Das sind die Sachen, die ich verloren habe, als ich in den Schacht fiel. Die meisten sind noch heil. Die Kamera ist kaputt. Ein alter Drahtschneider könnte sich als nützlich erweisen. Das wird mir den Weg nicht mehr versperren. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Der Schlüssel ist auf der anderen Seite der Tür.
Ich werde versuchen, mit der Hand durchzukommen und den Schlüssel zu nehmen. Ist erledigt. Ein weiterer Schacht. Wie viele es davon hier wohl gibt? Vielleicht schaffe ich es nie wieder, an die Oberfläche zu gelangen. Wahrscheinlich sind sie leer. Aber was auch immer der Inhalt sein mag, er ist bestimmt vom Wasser zerstört. Wie er wohl gestorben ist. Dieser Gang ist unpassierbar. Die Fässer hier enthalten wahrscheinlich Öl oder Diesel. Dieses ist leer. Die Tür ist abgeschlossen. Eine Menge Sicherungen und Kabel. Nichts, was ich gebrauchen könnte. Ein Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhl ist meine einzige Chance, an die Oberfläche zu kommen. Hoffentlich kann ich ihn irgendwie in Betrieb nehmen. Sie ist sehr rostig, aber immer noch intakt. Er enthält nur Schlamm und etwas dreckiges Wasser. Ein großes Fass voller Öl. Kaputt. Dieser Teil des Gangs wird durch hereingebrochene Erde blockiert. Da ist kein Vorwärtskommen möglich. Ich kann nur einige Meter weit sehen. Vielleicht kann ich den Fahrstuhl benutzen, wenn er nicht auf dem Boden des Schachts zerschellt ist. Früher hat dieser riesige Mechanismus etwas Großes bewegt. Vielleicht hat er den Fahrstuhl bewegt. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Unter dieser Klappe könnte etwas sein. Irgendwie muss ich das wegschieben, um an den Deckel zu kommen. Auf keinen Fall. Es ist zu schwer. Ich werde versuchen, mit der angespitzten Stange das Fass zu durchbohren. So müsste es klappen.
Die Klappe bewegt sich nicht. Die Klappe bewegt sich nicht. Ich habe ein Ende des Seils an der Klappe festgebunden. Jetzt muss ich nur noch die Lore wegschieben. Die lässt sich nicht bewegen. Ich muss die Blockierung lösen. Da drüben ist es zu dunkel. Ich bleibe in der Nähe des Lichts, das von oben kommt. Es ist voller Öl, wie die Fässer oben. Ich brauche jetzt kein Öl. Ich glaube, das könnte funktionieren. Nichts. Hier geht es nicht weiter. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten, aber wie? Eine Menge Sicherungen und nichts, was ich gebrauchen könnte. Hier ist es stockfinster. Wahrscheinlich ist der Stromkreis kurz geschlossen. Das sieht aus wie ein Verteilerkasten. Er lässt sich nicht öffnen. Der Deckel hat sich gelockert. Ich muss den Stromkreis schließen. Endlich. Das war früher der Pausenraum, würde ich sagen. Ein Sicherungskasten. Den fasse ich lieber nicht an. Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Vielleicht dient sie als...
Wer kann das gewesen sein? Ich habe einen kleinen Schlüssel gefunden. Ein Revolver. Den stecke ich ein. Hoffentlich funktioniert er noch. Einige alte Kugeln. Wollen wir hoffen, dass sie noch etwas taugen. Technische Zeichnungen und die Pläne von irgendeiner Maschine. Da ist nichts mehr drin. Da drin ist nichts Nützliches mehr. Vielleicht hilft mir das, nach draußen zu kommen. Mai. Heute ist alles glatt verlaufen. Die Schicht verlief ohne Probleme. Abgesehen von der furchtbaren Hitze hier. Schreckliche 55 Grad. Wenn wir von über Tage nicht zu trinken bekämen, würden wir alle vor Durst tot umfallen. 30. Mai. Einer der drei Luftschächte scheint verstopft zu sein. Die Männer meinen, irgendetwas steckt darin fest. Das würde die schreckliche Hitze erklären. Ich muss heute Nachmittag zu den Luftschächten und die Sache überprüfen. 31. Mai. Etwas hat Luftschacht 2 völlig verstopft. Es wird eine Weile dauern, bis wir das Hindernis entfernen können. Es ist fast in der Mitte des Rohres und ziemlich groß. Morgen werden wir erfahren, was die Hitze hier drinnen verursacht hat. 1. Juni. Heute haben wir endlich herausgefunden, was den zweiten Luftschacht blockiert hat. Es war eine Leiche. Einer der neuen Arbeiter ist wohl in den Luftschacht gefallen. Noch kennt niemand seine Identität. Die Leiche muss schon ziemlich lange da drin gesteckt haben. Und das bei der Hitze hier. 15. Juni. Die letzten 14 Tage waren ruhig. Keine großen Schwierigkeiten. 18. Juni. Der alte Morton ist verrückt geworden. Man fand ihn am Ende des neuen Stollens. Er saß einfach da und starrte ins Nichts. Niemand hat aus ihm einen vernünftigen Satz herausbekommen. Er murmelte nur ständig etwas von einem Gespenst. Vielleicht hat er zu viel Gas eingeatmet. Ich ließ ihn zum Arzt bringen. 19. Juni. Heute Nachmittag hatten wir wieder so einen Zwischenfall mit einem Gespenst. So ein Unsinn. Hier muss irgendwo ein Gasleck sein. Morgen früh lasse ich die Werte messen. 22. Juni. Wir haben im ganzen Stollen gemessen und nichts gefunden. Kein Gas. Aber drei weitere Männer mussten heute über Tage gebracht werden. Niemand weiß, was ihnen fehlt. Sie erzählen den gleichen Blödsinn wie der alte Morton. Wenn das so weitergeht, wird die Mine geschlossen werden müssen. Und das wird Fuller gar nicht gefallen. 23. Juni. Heute habe ich eine ganze Stunde dafür gebraucht, diese Feiglinge zu überreden, in den Aufzug zu steigen. Niemand will in dem neuen Stollen arbeiten. Alle haben Angst vor dem Gespenst. Ich musste ihn schließen, sonst wäre keiner mit in die Mine gekommen. Tag 1. Etwas Furchtbares ist passiert. Ich habe seltsame, verdammt seltsame Geräusche aus dem Fahrstuhlschacht über mir gehört. Und dann passierte es. Ein markerschütternder Schrei und ein unglaubliches Krachen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten oder Stunden inzwischen vergangen waren, aber als ich wieder zu mir kam, lag ich auf der anderen Seite des Raumes und mein Mund war voller Dreck. Ich glaube, ich habe mir einige Rippen gebrochen und mein linker Arm ist so angeschwollen, ich kann ihn kaum bewegen. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Zustand aus dem Fahrstuhlraum kriechen kann. Tag 2. Es ist sinnlos. Alle Versuche, hier rauszukommen, waren umsonst. Etwas muss auf die Klappe am oberen Ende der Leiter gefallen sein. Verdammt! Die einzige andere Möglichkeit, hier rauszukommen, ist mit dem Fahrstuhl. Aber er funktioniert nicht. Ich hoffe, dass jemand die Klappe von außen öffnet. Sonst... Ich habe Angst. Tag 3. Ich schätze, dass ich inzwischen schon seit 3 Tagen in diesem verfluchten Loch stecke. Ich habe großen Hunger. Aber der Durst ist noch schlimmer. Gott sei Dank ist es hier feucht. Ich trinke das Wasser aus den Pfützen unter den Leitungen. Mein Arm schmerzt so. Ich kann ihn gar nicht mehr heben. Mir tut der ganze Körper weh vom Schreien, aber niemand kann mich hören.
Die einzige Möglichkeit ist dieser verdammte Deckel oder der Fahrstuhl. Aber von hier aus kann ich nichts machen. Was für eine Ironie. Tag 4. Ich werde schwächer. Ich weiß, dass ich es nicht mehr lange mache. Mein Arm pocht vor Schmerzen und mir gehen die Kerzen aus. Das Licht ist nur ein Geflacker. Wenn ich nicht bald gefunden werde, sterbe ich an Blutvergiftung, verhungere oder verdurste. Ohne Licht wird es noch viel schlimmer als jetzt. Ich weiß, dass dies meine letzten Worte sind. Aber ich weiß nicht, was ich schreiben soll. Vielleicht einfach, wenn jemand diese Zeilen hier findet und mich über Tage bringt, bitte beerdigt mich ordentlich. Lebe wohl. In der Schachtel sind noch zwei Kugeln. Steuerungspläne und Skizzen einer großen Maschine. Die kann ich vielleicht irgendwann gebrauchen. Vielleicht dient sie als Antrieb für den Fahrstuhl. Ich könnte versuchen, die Maschine zu starten. Aber wie? Ich werde versuchen, ihn mithilfe dieser alten Pläne betriebsfähig zu machen. Jetzt läuft der Antrieb. Hoffentlich funktionieren jetzt die Kontrollen im Fahrstuhlraum. Dampf zieht durch eines der Rohre. Dieses Loch sollte ich mit etwas verstopfen. Ich würde mich verbrennen. Antrieb läuft. Ich habe das Loch im Rohr geflickt. Verflucht. Die Maschine hat die volle Leistungsaufnahme nicht verkraftet. Eine Sicherung ist durchgebrannt. Ich werde versuchen, eine Sicherung aus diesem Kasten für den Generator im Fahrstuhlraum zu benutzen.
Mit dieser Sicherung müsste sie funktionieren. Jetzt läuft sie mit voller Kraft. Ich sollte versuchen, den Fahrstuhl zu holen. Vielleicht funktioniert er, dann komme ich endlich hier raus. Perfekt. Der Fahrstuhl ist betriebsbereit. Endlich. Das ist das oberste Geschoss. Jetzt müsste ich ohne große Mühe hier rauskommen. Das Gitter wird von einer Kette mit Vorhängeschloss gesichert. Wahrscheinlich war früher Dynamit darin. Sie enthält noch alte Zündschnüre. Nichts. Außer alten Zündschnüren. Bloß ein Haufen Erde, sonst nichts. Riecht nach Rost. Ich muss gut zielen und die schwächste Stelle des Schlosses treffen. Ein perfekter Schuss. Das Vorhängeschloss ist offen. Der Weg ist frei. Ich habe es geschafft. Das sieht nicht gut aus. Vollmond. Ich zwängte mich durch das dichte Unterholz des Waldes und steuerte auf das Schloss zu. Heute hatte ich Glück gehabt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es aus den Tiefen der Mine schaffe. Oh, Samuel, komm zu uns. Du siehst furchtbar aus, Samuel. Ist etwas passiert? Nein, ich hatte bloß einen anstrengenden Tag. Mir geht es gut. Du bist ziemlich spät gekommen. Ich wollte mich mit dir unterhalten. Aber ich muss in Kürze zum Sanatorium aufbrechen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja, es gibt ein dringendes Problem. Kannst du es nicht auf morgen verschieben? Leider nein. Worum geht es denn? Ich weiß es selbst nicht genau. Das werde ich feststellen, wenn ich dort bin. Es ist bestimmt nichts Ernstes. Mach dir keine Sorgen, Victoria. Komm bitte so schnell wie möglich wieder. Es gefällt mir nicht, dass du nachts bei diesem furchtbaren Wetter dorthin fährst. Es ist schon spät. Ich muss jetzt aufbrechen. Wir sehen uns morgen, Samuel. Wiedersehen. Pass auf dich auf, Robert. Keine Sorge. Ich breche morgen nach Wales auf, Victoria. In 2 Tagen kehre ich vermutlich zurück. Nach Wales? Darf ich fragen, warum? Oh, nur zu Besuch.
Ich habe die liebe Eleanor schon lange nicht mehr gesehen. Ich schreibe gleich morgen früh einen Brief an sie. Kannst du ihn mitnehmen und sie von mir grüßen? Selbstverständlich. Danke. Ich gehe jetzt auf mein Zimmer, Victoria. Ich muss mich ausruhen. Natürlich, Samuel. Laut Williams Tagebuch ist der nächste Schlüssel im Schloss in Wales. Ich darf nicht zögern. Morgen breche ich auf.